Mahlzeit, Messerfreund, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, endlich jetzt ein bisschen Zeit. Karfreitag, Viertel vor drei. Sonst komme ich einfach nicht dazu. Die beiden Messer liegen hier schon seit gefühlt ewigen Zeiten auf dem Schreibtisch rum. Die wollte ich mir jetzt mal in Ruhe anschauen. Ja, eigentlich habe ich mir das schon ein wenig anders vorgestellt. Hier an Ostern schon so ein bisschen auf dem Balkon. Schön draußen mit dem Tässchen Kaffee sitzen. Ja gut, Kaffee hier nur ein Rest. Aber ich kann euch sagen, das wird wahrscheinlich das kälteste Jahr des Jahrzehnts werden. Zwei Gründe. Mein Bruder baut sich gerade eine Solaranlage aufs Dach. Das heißt, wir werden das ganze Jahr bewölkt haben. Und ich habe mir eine Balkon-Möbelgarnitur gekauft, um ein bisschen gemütlich da draußen relaxen zu können. Also Freunde, kauft euch Gummistiefel und Regenmäntel. Das wird dieses Jahr kalt und bewölkt. Wenn die Hauserbrüder was machen, wo sie auf schönes Wetter angewiesen sind, das kann nichts werden. Ne? Also werden wir das nicht auf dem Balkon machen, sondern wir machen das mal schnell hier drin. Draußen ist einfach affenarschkalt. Zwei schöne Extrema Ratios noch. Krasse Marke aus Italien. MF1 haben wir hier. Das ist ein Monster, Alter. Das ist das ein Monster. Das Rao 2. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Kleinen an. Und dann ziehen wir uns den Brocken hier rein. Die machen ja schon Kohle. Das, wie hieß das? Oh, das andere, das ist auch extrem beliebt gewesen. Aber wir kriegen wieder welche rein. Ich habe bestellt, aber das ist momentan bestellen und Material kriegen. Das wird immer schlimmer. Das, wie hieß das? Porto, Portra. Ach, ich schreibe es mal hier rein. Das ist auch ein cooles Messer gewesen. Das hat die Navy, glaube ich, in Italien im Einsatz unter Zoll oder sowas. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung. Fand ich richtig cool. Darum haben wir uns das auch mal kommen lassen. Was haben wir hier noch dabei beim FM1? Ja, eine Qualitätskontrolle wird hier gecheckt. Aus welcher Produktionsmarge das kommt. Produktionsdatum, Quality Control und unten ist noch ein bisschen Paperwork dabei. Aber das soll uns egal sein. Ein schönes Teil natürlich, wie so viele Messer von Extrema Ratio in matt-schwarz. Weil militärisch, Polizei, ne, da willst du jetzt nicht gerade mit dem silberglänzenden, hochpolierten Messer in der Gegend rum, wo du dann, wenn die Sonne drauf scheint, 50 Meilen weit siehst. Aluheft, schön geformt. Hier sehen wir was Interessantes, das müssen wir mal ausprobieren. Hier, das einzige Farbtüpfelchen ist hier dieser Lock. Da kann man dann, wenn es robust zur Sache gehen muss, im offenen Zustand den Lock sichern. Wir haben hier Daumenpins. Das hier hinten habe ich mir schon die ganze Zeit überlegt. Das steht halt hier über, weil das hier benötigt wird für, da ist die Klingenanschlagachse und das geht einmal hier oben rum. Hat mich sofort erinnert an Tim Bernard von seinen Mikroflipper. Ob man das tatsächlich vielleicht noch mit bisschen aus einer Handbewegung raus als Flipper verwenden könnte. Wir schauen mal. Ja, das geht. Das geht. Ah, die haben ja mal die Aussparung, man sieht es jetzt halt nicht. Und das geht im geschlossenen Zustand hier hinten eben umfasst komplett die Klingenachse. Dieser Klingenstopp. Aber der schaut hier ein paar Millimeter raus und mit so ein bisschen Handbewegung kannst du das sogar als Flipper verwenden. Hier auch sehr schön die Aussparung, dass man gut an den Liner kommt zum Endriegeln. Geht wieder super zu und du hast natürlich hier die beidseitigen Daumenpins mit einer krassen großen Daumenrampe. Denn, ne, ich sage immer hier Zoll, hunderte von Pakete öffnen. Da brauchst du ein robustes Werkzeug. Dann haben wir hier diesen Lock. Wenn wir den dann nach oben machen, verriegelt der hier drin mit so einem Schieber den Liner-Lock und du kriegst den nicht mehr ganz geschlossen, beziehungsweise ganz geöffnet, um die Klinge zu entriegeln. Dadurch kannst du das Ganze dann nochmal ein bisschen noch einen Tacken robuster und sicherer machen. Und die Dinger liegen halt echt immer gut in der Hand, diese Extrema Ratio Griffe. Wir haben hier einen fetten Clip, der auf der einen Seite festgeschraubt wird, einmal hier rüber geht und hier hinten raus schaut noch ein spitzer Glassbreaker. Da mit drei Schrauben fixiert, auf der anderen Seite umgesetzt, dann auch wieder mit drei Schrauben. Also ihr könnt sowohl links wie auch rechts tragen. Stahl verwenden die sehr viel. Böhler N96 CO. Hab da auch nochmal nachgelesen bei denen auf der Seite, warum die das so machen. Und ja,
Sie haben halt da viele, die machen extrem viel Tests mit ihren Klingen und Messern und haben eben dieses die CO-Ausführung vom 690er als sehr gut befunden, der einen guten Durchschnitt macht eben für auch die härtere Verwendung, ne? Dass da nichts abbricht, ausbricht, chippt oder sonst was. Ein Messer kann stumpf werden, sich verbiegen, was auch immer im Einsatz, es darf alles nur nicht abbrechen. Ein abgebrochenes Messer ist in dem Augenblick wertlos geworden, ne? Oder wenn irgendwas ausbricht oder sonst was. Messer kann man wieder schärfen, aber es sollte im Einsatz nicht abbrechen. Könnt ihr mal bei denen auf der Webseite suchen. Da gibt es interessante, zu den ganzen Tests, die die machen, die machen mit jedem Klinge und Messer bis zu 20 verschiedene Tests, Schneidtests, Penetrationstests, Belastungstests der Klingen. Und Böhler N96CO hat sich da eben als gute Durchschnittswahl bewährt. Was bei diesen Messern auch cool ist, ihr seht hier die Klingenackschraube. Die ist außen schön geriffelt und im gleichen Durchmesser dieser Riffelung ist hier noch eine zweite kleine Schraube fixiert. Das finde ich ein extrem cooles System, habe ich auch schon bei den Franzosen gesehen. Da hast du dann nie das Problem, dass sich deine Klingenachse verstellt. Du stellst dir die dann so ein, wie du es eben haben willst, schwergängig, gleichgängig, je nachdem, willst du es aufflippen oder sagst du, nee, so lieber möglichst gut geschlossen bleiben. Ne? Du stellst sie halt ein, dass es perfekt passt und dann schraubst du die zweite kleine Schraube hier rein, die über die Riffelung die große Schraube fixiert und dann kann sich die nie wieder verstellen. Finde ich ein geniales System. Ja, bei, wie heißen die? TB Outdoor aus Thiers, ist da eine riesige Fabrik, die bauen auch für französische Militär- und Polizeitaschenmesser. Die haben dasselbe System. Sehr gut. Das finde ich sehr gut. Sollten viel mehr Hersteller übernehmen. Ja, ein cooles Taschenmesser. Natürlich total taktisch. All Black, sowieso immer cool. Deep Carry Clip, matt schwarz. Wird natürlich super unsichtbar. Ob das Ding hier als Mikroflipper gedacht ist, weiß ich nicht. Aber es funktioniert als Mikroflipper. Coole Aussparung hier. Klar, wenn du dann mit Einsatzhandschuhen arbeitest, müssen die Dinger ein bisschen größer und gröber sein. Aber finde ich nicht schlecht. Gefällt mir persönlich. Ja, sind halt Messer für Professionals, ne, die sowas beruflich führen und verwenden. So, jetzt legen wir mal kurz zur Seite. Jetzt gucken wir uns den Brocken an. Den fand ich einfach abgefahren cool. Und nicht nur PMP-Knives und Medford Bone Monster, auch bei extremer Ratio kriegst du im ganz normalen Sortiment. War so richtig krasses. Und im Vergleich zu Medford musst du nicht ein Jahr und länger darauf warten, sondern du kannst es direkt kaufen. Das Ding kommt in einer wahnsinnsfetten Tasche. Kannst du an deinen Rucksack machen. Molle-kompatibel. Hier sind nochmal Schichten von. Ach, jetzt verstehe ich das. Jetzt, ich frage mich schon, ich kann es mir schon vorstellen, vor was das ist. Ich frage mich schon die ganze Zeit, vor was das ist. Aber das kommt mir jetzt, ist mir jetzt gerade eingefallen. Von meinem Lieblingsvideo vom BFG, als er das Fox Pro Hunter testet in der Lederscheide. Da kannst du nämlich das Klappmesser auch vorne in die Leder, in das Lederetui stecken. Oder du kannst es mal, wenn es nur kurz weglegen muss, weißt aber, du brauchst die Klinge gleich wieder im geöffneten Zustand da hinten reinstecken. Und da habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, vor was ist denn das Ding nochmal? Aber bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir nachher das Messer hier reinstecken im geöffneten Zustand, können wir es damit irgendwie fixieren. Deshalb auch hier dieser Spalte. Da habe ich gedacht, warum nochmal diese fetten Neopren-Distanzstücke zwischendrin? Aber klar, da kommt die Klinge rein. Da habe ich so noch gar nicht gesehen. Weil ich das Ding hier mal dran gelassen habe. Oh ja, die halten gut die Knöpfe. Da passiert nichts. Ja, durchdachtes Design. Cool, hier ist ein Diamantschärfer mit dabei. Da kannst du auch mal im Feld mal geschwind die Schneide nochmal abziehen. Steht sogar hier drauf. Ah ja, okay. Da sagen sie auch noch, wet the sharpener with water or gun oil before use. Also im Einsatz entweder nass machen oder mit Waffenöl haben die ja die Jungs dann immer dabei, so zum Waffenreinigen. Ne? Bei der Bundeswehr hat man immer so ein kleines Reinigungskit dabei, ne? Mit der Reinigungskette und so ein paar Tücher drin und ein bisschen Waffenöl. Also ein paar Tropfen Waffenöl drauf oder im Notfall Wasser und dann kannst du den mal verwenden, um im 20-Grad-Winkel mal auch im Feld deine Schneide wieder auf Vordermann zu bringen. Finde ich cool, dass es dabei ist.
Oh, hier ist ein Knoten aufgegangen, da ist bestimmt ein Knoten drauf. Machen wir wieder drauf, dass hier nichts verloren geht. Das ist ja wirklich ein Brocken von Messer. So, wir machen einen kurzen Break. Und geht schon wieder weiter. So, holen wir dieses Monster mal hier raus. Holy moly. Das ist dann, ich weiß gar nicht, welche Einheit dann sowas verwenden will. Aber hier haben wir auch nochmal, das kennen wir ja auch gerade von den Messern vom Midgards-Messer. Nochmal so ein Verriegelungsbolzen, den du hier reinschrauben kannst. Ne? Damit kannst du auf jeden Fall mal das Messer zuschrauben, dass es schon mal nicht aufgeht. Da lässt sich schon mal nicht öffnen. Kannst den natürlich auch weglassen. Aber vielleicht ist es interessant bei der einen oder anderen Gesetzgebung, das Ding irgendwie komplett zu verriegeln. Oder man will es nachher für die Hardcore-Use nochmal etwas stabiler haben. Das ist an einem Gummiband. Kann man natürlich auch wegmachen oder kann sich das an Schlüsselbund machen, wie auch immer. Da ist natürlich jetzt interessant die Frage. Also ich würde mal sagen, das Ding geht als Zweihandmesser durch, ne? Weil kriegt es auf, aber gut, mit etwas Fingerfertigkeit kriegst du jedes Messer auf, aber ich würde mal sagen, das hier ist ja fast ein großer Zweihandklapper. Boah, mächtige Klinge. Hier oben haben wir diesen Bolzen, sage ich mal, der hier mit Feder von oben runter drückt und das Ganze hier im Rücken, das ist eigentlich nur ein riesiger Backspacer, das ist kein Federmechanismus, sondern das wird mit diesem mächtigen Bolzen hier vorne verriegelt. Bam. Auch wieder hier das super Klingenachs-Positionierungs-Fixierungssystem. Keine Ahnung, wie man das nennt, aber ich finde es extrem cool. Handlage, cool, weil du hast ja richtig schön Volumen. Brocken. Aber er ist nicht mal so schwer, wie er eigentlich aussieht, weil auch hier das Heft aus Aluminium natürlich ein bisschen Gewicht runterbringt. So, und hier können wir natürlich jetzt auch im offenen Zustand sagen, okay, wir brauchen das Ding jetzt super stabil als Fix, weil wir jetzt hier, keine Ahnung, richtig schwer arbeiten müssen und da auf Nummer sicher gehen wollen, dass uns das Ding, ja gut, man sollte das dann vielleicht wegmachen, nicht um die Ohren fällt, um die Ohren fliegt oder zuklappt. Und dann kannst du das hier nochmal mit dem Bolzen verriegeln und dann hast du hier oben den Bolzen drin und hier einen Bolzen. Also robuster geht eigentlich nicht mehr aus einem Klappmesser ein feststehendes zu machen. Ich denke, damit kannst du nachher auch alles machen. Auch wieder alles matt schwarz, wie sich das gehört für ein taktisches Messer. Wir schauen mal. Holy moly, 6 mm. Okay, ich denke mal, das dürfte so ein Folder sein, damit kannst du im Notfall auch eine klemmende Panzertür aufhebeln. Krass. Ja, das ist hier komplett geschlossen, das geht dann hier in einem durch. Wir machen das jetzt noch mal kurz weg hier und probieren das hier reinzustecken. Wenn du jetzt die ganze Zeit das Messer wieder brauchst und wieder wegsteckst, dann brauchst du es nicht immer zusammenklappen. So, wir hatten jetzt die Scheide zum Beispiel rechts am Gürtel und würden das Messer mal wegstecken wollen. Dann stecken wir das ja so mit Schneide nach hinten. Oh, das passt zum Beispiel sehr schön hier rein. Okay. Darum ist es hier auch schräg aufgenäht. Dann geht das hier über diesen Guard und können wir vielleicht hier in das mit dem ersten Knopf im ersten Loch auch fixieren. Genau. Oh ja. Das hält. Und somit hätten wir. Ach, das ist ja abgefahren. Und wenn du dann noch den Bolzen hier von der Gummischnur hier löst und den fest reinschraubst, dann hast du einen Fix. Dann trickst du hier einen Fix mit dir rum. Da machst du einen Fix draus. Dürfte unter 12 cm sein, wir messen gleich mal. Dürfte also ein legales Fix sein und höchstwahrscheinlich dann auch ein, ja, Zweihand. Gut, die Diskussion lassen wir mal, das muss jeder mit sich selber regeln. Ah, das ist ja abgefahren, ne? Ja, der Bolzen da vorne reinschrauben, dann hast du einen Fix. Wir messen mal schnell. Das ist ja abgefahren, ich habe es nur auf Bildern gesehen. Habe ich das überhaupt auf der Messe in der Hand gehabt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich fand das so cool. Da habe ich mir gedacht, das muss ich haben. 26 cm Brocken. Klinge ist 11,7. Also selbst wenn man das nachher dann fest verschraubt hat und es zum Fix umwandelt, hast du keinen Stress, weil man immer schön 3 mm unter 12 cm bleiben. Und somit hast du einen Fix oder du schraubst das Ding wieder raus, der Bolzen wieder hoch.
Und du hast ein Klappmesser, das, sage ich mal, keine Merkmale aufweist für ein optimiertes Einhandmesser. Aber hier, die Diskussion könnt ihr mit die Warners führen, die habe ich schon zu tausendfach geführt. Das muss jeder mit sich selber klar machen. Cool. Krasses System. Mit diesem Bolzenverschluss. Sieht auf jeden Fall alles sehr massiv aus. Dann das Ding hier reinschrauben. Und du hast einen Fix. Und das Coole ist, du hast sogar gleich noch die Scheide für ein Fixmesser dabei. Okay, jetzt. Moment, doch, im Notfall kann das ja ein bisschen hier nachgeben. Und dann wieder zu. Du kannst hier ein bisschen regulieren über die untere Lasche von dem Verschluss. Und schon hält das Bombe. Cool, dann kannst du es irgendwie an deinem Rucksack oder Tasche lassen, wenn du irgendwo im Wald oder sonst wo unterwegs bist oder im Einsatz, wie auch immer. Kannst du wahrscheinlich auch vorne irgendwie an so eine Carrier-Weste machen. Zack. Munitionskisten oder irgendwelche Türen aufhebeln. Holy moly, also cool durchdachte Scheide. Da habe ich gedacht, das muss ich mir nochmal genauer angucken, diese Tasche, weil das war mir erst nicht ganz klar, was es mit der Lasche noch auf sich hat. Krass. Die bauen doch immer wieder verrücktes Zeug, die Italiener. Das muss man denen lassen. Und Design ist halt auch eine Stärke von denen. So, das war's jetzt. Wird ewig lang. Messerlaber-Video, aber heute haben wir ein bisschen Zeit dazu. Ne? So, haben wir noch ein schönes Abschlussbild. Wer es dann ein bisschen leichter und kompakter haben will, MF1. Ach, ich muss jetzt nochmal nachgucken. Ich wollte jetzt unbedingt nur noch wissen, wie hieß das andere, das irgendwas mit. Oh, hatte das nicht auch noch so einen Namen wie der Alligator? Boah, ich habe so ein Problem mit Namensgedächtnissen. Also Namen sind bei mir eine einzigste Katastrophe. Wir schauen mal schnell. Gehen wir doch einfach mal auf die TFG-Seite, ne? Messer, Klappmesser. Wählen drüben mal E aus für Extrema Ratio. Das ist gerade nicht verfügbar, aber wir kriegen es wieder. Genau, das Caimano Nero. Caimano, gell? Caiman, dachte ich noch mehr. Nero, Caimano Nero, das ist auch ein heißes Teil. Sehr begehrt. Und auch bei Navy und diversen Polizeieinheiten in Italien im Einsatz. Caimano Nero, das ist auch ein cooles Teil. Ich glaube noch ein Tacken größer als das hier MF1. Aber das fand ich auch nicht schlecht. Mit der Verriegelung sogar richtig cool. So, das war's jetzt aber, Freunde. Ich sage danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Bleibt dran. Wir machen noch ein Giveaway heute. Schaut wieder rein. Also, und für euch alle da draußen, wenn ihr heute frei habt, wünsche ich euch noch einen schönen, schöne Ostertage, die jetzt hier anstehen, ne, Freunde. Also, bis zum nächsten Video. Bye bye.